Endlich dürfte jetzt wieder richtig Saft in die Märkte kommen, denn heute, da fallen Entscheidungen und zwar auf verschiedensten Ebenen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was an diesem, naja, kann man sagen, großen Donnerstag heute zu erwarten ist. Wir haben die Wahlen in UK, wir haben die EZB-Sitzung, wir hatten gestern Fed, dazu gleich mehr. Und wir haben möglicherweise heute die Entscheidung in Sachen Handelskrieg. Kommen diese Zölle oder kommen sie eben nicht? Das, worauf die Märkte die ganze Zeit warten im Prinzip. Deswegen bewegt man sich kaum von der Stelle. Und heute Nacht ein Bericht, dass Donald Trump sich wohl heute mit Robert Lighthizer, mit Peter Navarro, Steve Mnuchin und Larry Kudlow treffen wird, um über die Zollfrage zu beraten. Deadline ist ja Samstag auf Sonntag. Und hier heißt es, naja, die sind offenkundig der Auffassung, dass die Zölle der US-Wirtschaft nicht wirklich geschadet hätten. Dementsprechend könne man eben auch die weiteren Zölle einführen. Die Zölle seien wahrscheinlich, heißt es hier in diesem Bericht. Wir haben solche Berichte gesehen, wir haben das Gegenteil gesehen, aber es wird jetzt eben die Entscheidung fallen. Es muss die Entscheidung fallen. Wir haben Leute wie Peter Navarro, die auf jeden Fall für diese Zölle sind. Wir haben wahrscheinlich Finanzminister Mnuchin, der gegen die Zölle ist. So dürfte das da wahrscheinlich hin und her gehen. Die Frage ist, auf welche Seite wird Trump sich schlagen? China unterdessen hat klargemacht, dass man die Gespräche dann abbrechen würde, dass dann auch der Phase 1 Deal erledigt wäre, wenn jetzt neue Zölle kommen. China will ja auch, dass bestehende Zölle zurück abgewickelt werden. Das alles dürfte jetzt nicht mehr passieren, zumindest kurzfristig nicht, sondern nur noch die Frage, kommen die Zölle, kommen sie nicht. Ein Deal davor ist unwahrscheinlich. China unterdessen warnt schon jetzt mal prophylaktisch gewissermaßen die eigene Bevölkerung, dass da es schwierig wird mit der Wirtschaft. Man hätte dann auch so als Entschuldigung ein bisschen den Handelskrieg, weil man sagen könnte, na, seht ihr die Amerikaner, die wollen uns unten halten. Dementsprechend ist unsere Wirtschaft hier ein bisschen abgesoffen. Wir haben gestern ein IPO gesehen von Aramco, das größte IPO aller Zeiten. Wir sehen hier, jetzt hat Apple seine Stellung als führendes, weltführendes, am stärksten marktkapitalisiertes Unternehmen verloren. Das war ja immer so ein enges Rennen zwischen Apple, Microsoft, manchmal Alphabet. Jetzt ist die Sache klar, wir haben Aramco mit 1,7 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung. Dabei ist nur 1,5% des Unternehmens an den Markt gebracht worden, während der Free Float bei Apple 86% beträgt, 88% beträgt, der von Microsoft sogar 98,6%. Also fast alles ist da draußen zirkuliert, während eben hier praktisch der Free Float bei Aramco fast gar nicht mehr messbar ist. Also da sehen wir, welche Dimensionen das hat, wie stark Aramco jetzt im Vergleich zu Apple gewichtet ist. Würde Aramco etwa einen Free Float von 88% haben wie Apple, dann wären da ganz andere Zahlen noch zu erwarten. Aber jetzt haben die Amerikaner schon mal eine dominante Stellung verloren. Ob Aramco das wert ist, das sei mal dahingestellt. Wir hatten gestern die Fed. Jetzt sehen wir, dass möglicherweise Paul, der gestern konfrontiert war, mit Fragen, ja, wie schaut es denn aus mit dem Repo-Markt? Kriegen wir da am Ende des Jahres nochmal eine Krise, wie einige Vorhersagen? Hier sagte die Financial Times, es wird wohl QE geben müssen, um diese Probleme am Repo-Markt überhaupt in den Griff zu kriegen. Wir sehen hier, dass Paul gestern ja gesagt hat, naja, die Inflation, die ist ja muted, die ist sehr eingedämmt und wir hoffen, dass sie Richtung 2% geht. Da zeigt sich mal wieder, dass die Fed sich nur an den sogenannten PCE-Daten orientiert, also Personal Consumption Expenditure, die CPI-Daten, also die Inflationsdaten, Verbraucherpreise, die sind schon längst bei 2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wir sind in den letzten 3 Jahren etwa bei 2,1%, im letzten Jahr waren wir bei 2,3%, die letzten 5 Jahre immerhin bei 2,0%. Also wir sind schon eigentlich da, wo die Fed meint, dass die Inflation hin sollte. Sie hat nur ihr eigenes Messinstrument, das eben grundsätzlich ein bisschen niedriger ist. Paul hat gestern klar gemacht, wir werden die Zinsen nicht anheben, wenn nicht die Inflation massiv nach oben geht. Wir werden wahrscheinlich, so haben es dann auch die Dotplots gezeigt, also die Projektionen der Fed-Mitglieder, die Richtung Märkte sich nach unten bewegt haben. Die Fed-Mitglieder erwarten jetzt für 2020 praktisch gleichbleibende Zinsen. Damit ist das Thema erledigt. Und nochmal zurück zur Inflation. Wir sehen, dass etwa, das wollte ich nicht zeigen, sondern dieses hier,
dass die Gesundheitskosten alleine in den USA im letzten Jahr um 20% gestiegen sind. Und laut einer Gallup-Umfrage sind 25% der Amerikaner sagen, eine dringende Behandlung habe ich nicht mir leisten können, sagen 25% der Amerikaner, dass das für sie selbst zutrifft oder für jemand aus der eigenen Familie. Wie gesagt, die Kosten um 20% gestiegen, hat auch mit The Donald zu tun. Wir haben jetzt Tag der Entscheidungen, Wahlen in UK. Wir werden circa um 23 Uhr werden wir dann sehen, dass die Wahllokale geschlossen sind. Die ersten Resultate dürften dann 23.30 Uhr deutscher Zeit kommen und dann dürften wir in der Nacht eben ein klares Bild haben. Es geht insgesamt um 650 Sitze und die Frage ist, wird es einen deutlichen Sieg geben von Johnson und den Konservativen oder ein sogenanntes Hung Parliament, das also keine Partei wirklich alleine regieren kann, das wird die entscheidende Frage sein. Und heute Madame Lagarde muss sich entscheiden, mit welcher Attitüde sie heute ihre erste Pressekonferenz bestreiten wird. Sie ist fachlich, sachlich ja sicherlich noch nicht ganz auf der Höhe. Da kann man gespannt sein, wie sie sich schlagen wird. Bei finanzmarktwelt.de werden Sie darüber informiert. Genauso wie, was passiert im Jahr 2020. Heute ein Webinar, 20 Uhr. Ausblick auf das Jahr 2020, was ist da zu erwarten, was war 2019, welche Strömungen werden sich da fortsetzen in 2020, das Ganze können Sie sehen auf facebook.com, capital.com, deutsch live, hier schauen Sie nochmal die Adresse einfach sonst reinkopieren, ich packe es unter das Video. Von capital.com sind auch die Charts, meine Damen und Herren, der eine oder andere weiß das schon, schauen wir uns mal den Dow Jones an, wir sehen diese Seitwärtsbewegung im Grunde, da tut sich nicht viel. Ähnliches Bild, S&P 500, 3147, DAX 13159, alles wenig verändert jetzt über Nacht, aber der Dollar hat verloren. Hier die Aussage von Jerome Powell, dass eben nichts mehr in Sachen Zinsanhebung erstmal zu erwarten ist. Auch keine Zinssenkung, aber eben auch keine Anhebung. Es sei denn, die Inflation würde massiv nach oben schießen. Das hat den Dollar geschwächt. Das hat auch Gold ein bisschen geholfen. 1473 und Crude Oil langweilig bei knapp unter der 59er Marke. Also jetzt kommt ein bisschen Saft rein. Wahrscheinlich wird der Trump jetzt heute dieses Treffen haben, wird dann danach per Twitter die Entscheidung verkünden. Das ist die große Frage. Lässt er sich Zeit? Wird er vor Marktschluss Freitag das liefern, worauf die Märkte warten, was alle jetzt brennend interessiert? Dann werden wir mal sehen, ob möglicherweise die Märkte ein bisschen zu entspannt sind, auch in Sachen Brexit und Wahlen in UK. Das könnte knapper werden, als manche vermuten. Und normalerweise ist auch mit Volatilität zu erwarten, wenn ein neuer Notenbankchef oder Chefin eben ans Ruder kommt, so wie das mit Lagarde ist. Da passieren dann oft ein paar Kommunikationsfehler. So zumindest ist es Jerome Powell ergangen. Sie erinnern sich an das Wort Autopilot, das die Märkte praktisch massiv geschockt hat. Davon ist Powell weit entfernt. Er ist jetzt ein Büttel von Donald Trump geworden, offenkundig. Und Trump hat sich nicht geäußert gestern zur Fed-Entscheidung, die Zinsen erstmal unverändert zu lassen. Vielleicht ist seine Antwort, dann erhebe ich die Zölle, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß es schon. Ich wünsche einen wunderbaren Tag, meine Damen und Herren, und sag Servus.